Oh Mann, oh Mann. Unsere nächste Sängerin hat auch ganz große Schwierigkeiten. Oh, Probleme, Probleme. Schon wieder Klamotten, oder was? Was hat sie denn? Nee, jetzt was anderes. Aber auch da kann ich es wieder nachempfinden. Denn ich habe zwei von dieser Sorte. Zwei ältere Brüder. Und das war manchmal Mord und Totschlag zu Hause. Und sie hat drei. Naja, aber so wie ich sie kenne, glaube ich, wird sie denen eher den Marsch blasen. Aha. Ja, und zwar auf den Flöten. Pass auf. Sie spielt nämlich vier verschiedene Flöten. Sopran, Alt, Piccolo und Querflöte. Krass. Eine ganze Menge. Sie heißt Anna Ruth, ist 13 Jahre alt, kommt aus Deutschland, um genau zu sein, aus Grevelfingen. Und dort haben wir sie auch besucht. Hallo, ich bin die Anna. Ich bin nicht gerade ein Frühaufsteher, vor allem, wenn die Nächte davor so lang waren. Gute Nacht. Anna, 5:07. Meine Mutter weckt mich jeden Morgen. Vor allem, wenn Schulzeit ist, braucht sie dafür sehr lange. Na gut, dann stehe ich halt auf. Ich habe ein eigenes Zimmer mit Balkon. Das Beste daran ist das Bett. Aber eigentlich mag ich die anderen Sachen auch sehr gern. Mein Kleiderschrank ist voll von Klamotten. Da ist es manchmal wirklich schwer, sich zu entscheiden. Das war mein Zimmer. Ein schöneres könnte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Das sind meine beiden Freundinnen Miri und Nora, mit denen ich oft etwas unternehme. Schönes Wetter, zwei Freundinnen und ein bisschen Musik. Mehr braucht man eigentlich gar nicht für ein perfektes Picknick. Wenn wir die richtige Musik dabei haben, proben wir auch mal unsere selbst kreierten Tänze. So, jetzt habt ihr mich ziemlich gut kennengelernt. Bis gleich. Jetzt hat uns Anna schon so viel erzählt, aber trotzdem bleiben noch ein paar Fragen offen. Ja, Fragen aus ihrem Lied. Warum müssen Spider-Man und Co. niemals aufs Klo? Oder es geht um Spiegeleier. Wer hat da die Spiegel reingehauen? Ja, und wo tankt der Tintefisch Tinte, wenn er Tinte tankt? Ich wusste, dass das nicht ganz, ja, mein Lieber. Ich wusste, dass es heute passiert. Genau. Wo tankt der Tintefisch Tinte, wenn er Tinte tanken muss? Das ist ja fast ein Applaus, ja, wert, aber den sparen wir uns. Danke. Oh Gott, Fragen über Fragen. Tja, Ruth löst sie jetzt vielleicht, Anna Ruth löst sie jetzt vielleicht in ihrem Lied. Ich krieg's nicht mehr raus. Mach du, ich geh nach draußen feier und du machst ab, hier weiter. Ciao, also die No Angels haben das Original geliefert, Something About Us. Und jetzt werden daraus bei Anna Fragezeichen. Na also. Dass ich ne Bahn versteh, steh auf der Leitung, weil ich immer nur Fragezeichen seh. Sag mir mal, wieso sind denn Klaviert das denn nicht bunt? Warum kriegen Kids bei Mathe Schularbeit, Gedächtnis, Schwund? Warum wächst Männern Bart über Nacht im Gesicht? Warum legen alle Vögel Eier und die Menschen nicht? Wer zieht bei Sonnenfinsternis da oben den Stecker raus? Und warum flippen meine beiden Omas und die Tacken nur bei Blasmusik aus? Bedauere, I'm sorry, ich nix versteh. Fragezeichen, die sich rund um mich drehen. Wann und weswegen, wer und wovor? Mir kommt das alles spanisch vor. Wer kann mir erklären, wie man sich Luftwasser erbaut? Ob sich der Osterhase Bugs Bunny im TV anschaut? Warum kann ich mit den Hühneraugen auf den Zehen rein gar nicht sehen? Wo tankt der Tintenfisch, wenn er Tinte tanken soll? Warum sind BHs am Anfang leer, doch Jahre später meistens voll? Warum gibt's schon im Herbst im Supermarkt den Nicolo? Und warum müssen Spider-Man und Co. in diesem Abenteuer niemals aufs Klo? Bedauere, I'm sorry, ich nix versteh. Fragezeichen, die sich rund um mich. Wann und weswegen, wer und
komm zu mir, wunderbar. Bist du jetzt ganz außer Atem, ja? Ja, doch. Das ist okay, das darfst du auch. Wir haben ja gerade schon über Mädchenprobleme mit Brüdern und Klamotten gesprochen. Lass uns mal über Klamotten sprechen. Du hast ja auch gerade in deinem Clip gezeigt, dass du viele Klamotten hast. Wonach gehst du denn, was du aussuchst? Ja, eher so nach Tageslaune so. Wenn es mir gut geht, eher so knallige Farben, so wie heute. Ja, richtig. Und wenn es mir schlecht geht, mehr so ein bisschen trist. Genau, uns geht's heute beide gut. Danke schön, dass du mitgemacht hast. Fragezeichen und Anna, dein Applaus.